Und zwar sagt sie, Materie ist eine greifbare Idee. Und sie erklärt dann, dass Materie im Grunde nichts anderes als verdichtete Energie ist. Energie ist Ja. verdichtet. Und Verdichtet das, die Energie. ja. Aber was die, da fragst du dann später, was ist dann aber diese ungeheuer geistige Form der Faktor Schöpfung? Und sagt sie, sie besteht aus einer Idee in sich, verdichtet in sich selbst zur urigen geistigen Energie. Mehr wissen wir auch nicht über sie. Das ist das, was man weiß, was das Nihilo hergestellt hat. Es ist eine Idee, wie die jetzt entstanden ist, weiß man nicht. Und das Nihilo hat die Idee verwirklicht, indem sie das absolute Absolutum geschaffen hat. Ja, anders kann man es nicht ausdrücken, ne? Anders kannst du es nicht sagen. Ja. Wie willst du es sonst sagen? Ja. Es ist die Energie, die Idee ist zu einer Energie geworden und die Energie ist das absolute Absolutum. Ja, und ganz am Anfang im absoluten Absolutum Wer was gibt? gibt's auch keine Energie. Natürlich, Es ist das ist Schöpfungsenergie, doch. die ist geschöpft Aber worden. wie das funktioniert, da haben wir keine Ahnung. Ja. Da wissen wir nicht. Ja. Das ist einfach, die Energie ist stanko im absoluten Absolutum, in einem Raum, wo unendlich ist. Und dort hat sich einfach die Idee bildet, die Energie bildet, oder? Wo dann nachher das absolute Absolutum geschaffen hat. Doch wie in dem ungeheuren Nichts, wo vorhanden ist, sich hat können eine Idee entwickeln, also eine Energie entwickeln, wo man sagt, es ist eine Idee gewesen, wo sich aus der Energie geschaffen hat und das absolute Absolutum darum geschaffen worden ist. Das weiß man nicht. Also am Anfang war absolut nichts und das Sein Das ist immer noch Absolutum, das Absolute. also war immer und wird auch immer Das absolute sein. Nichts, das existiert weiterhin. Ja, natürlich. Oder? Aber Und Schöpfungsformen schweben in dem absoluten Nichts hinein. ja. Das Nur ist war, wieder. da war aber auch keine Schöpfungsenergie. Nein, nein, Sondern die ist nein. entstanden. Die ist durch die Energie, durch die Idee Energie oder durch die Energie, wo die Idee daraus entstanden ist, ist das Entstanden, entstanden. ja. Und sämtliche Schöpfungsformen, die existieren, existieren in dem absoluten Nichts. Ja. Es kann nicht außerhalb Na, vom absoluten Nichts existieren, ja. sondern es ist durchs absolute Nichts geschaffen worden, durch die Energie, die dort entstanden ist. Weiß der Teufel wie. Was es den gibt, oder dann wüsste ich das vielleicht. Aber keine Ahnung. Das hat Okay. bisher nie herausgefunden werden. Ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, Dass das der ist. Nihilo das existiert und in dem Nihilo existiert heute durch die Energie, wo die Idee geschaffen hat, das absolute Absolutum und die sechs anderen Absolutumformen, oder wo die Schöpfungsformen geschaffen haben, oder? Ja. Und die schweben einfach im absoluten Nichts in der Unendlichkeit. Und was die Unendlichkeit ist, das wissen wir nicht.
Das hat man bisher noch mit allem Wissen, was geschaffen worden ist, hat man das nicht herausgefunden. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist gewisse Dinge kann man einfach dann nicht Ja, das ergründen. ist etwas einfach für den Menschen unerklärlich, Ja, ist unergründbar. unergründbar. Ja, genau. Und so wie ich denke, kann nicht einmal das Absolutum das ergründen, wie das zustande gekommen Ja, erst auf ist. der Dass Ebene sich im vom. Absoluten nichts eine Energie geschaffen hat, Ja. aus einem absoluten Nichts, aus dem Nihilo raus. Ja. Sie sagt dazu später noch mal was. Ganz kurz. Finde ich das jetzt? Na, egal. Vielleicht komme ich gleich noch drauf, dann können wir dann noch mal. Ich denke, das ist einfach unergründbar, weil das zu. Unergründbar ist, unlösbar. Ja, Ja. weil das. Das ist nicht ein Rätsel, das ist eine Tatsache, eine Effektivität, die nicht lösbar ist, Ja. nicht ergründbar ist. Ja, weil wir waren ja nicht im Nihilo. Nein, Also, nein. wie will man was ergründen, was wo man Wir ne? sind im Ja, Nihilo. natürlich, In wir. dem Universum Ja. sind wir im Nihilo. Ja. Sämtliche Schöpfungsformen, sämtliche Absolutum schweben im Nihilo. Ja. Aber es gab ja keine Existenz ganz am Anfang im Nein, Nihilo. es, Da nein, ist ja es, nichts. Da ist ja das, das, nichts. das Nihilo, da ist ja keine Ja. Existenz, Ja, also, nichts. wie soll jemand was existiert, wie soll das etwas ergründen, Eben, was nicht existiert? das kannst du nicht Das ist, ergründen. da kann man nur philosophieren, aber Ja, auch das wirklich, Philosophieren aber nützt nicht. ergründen kannst du es nicht. Nein, selbst das Philosophieren nützt nicht. Es gibt keine Möglichkeit, um das zu ergründen. Ja. Wie hat sich überhaupt das Nihilo entwickelt? Ja. Keine Ahnung. Ja. Unergründbar. Ja. Oder? Und wie sich in dem absoluten Nichts, in dem Nihilo, hat können eine Energie entwickeln, wo daraus die Idee entstanden ist, das absolute Absolutum zu bilden. Das ist unergründbar. Ja. So ist es. Es ist alles ergründbar, nur das ist das absolute Unergründbar. Unergründliche. Ja. Diese Reingeistebenen, Arahat-Arthasatta und Petale-Ebene, von denen du auch Ja, Informationen bekommen hast. das sind Ebenen aus dem Schöpfungsuniversum, aus dem Universum, wo, also, ich muss sagen, aus dieser Schöpfung. Ja. Das sind Ebenen in dieser Schöpfung inne. Ja, Die sind. sind verteilt in allen sieben Universen, Ja. wo existieren in dieser Schöpfung inne. Ist jetzt zum Beispiel Arahat-Arthasate mit dem Das ist absoluten Absolutum, ja. ist das so zu vergleichen und Ja, Petale mit dem Sein Absolutum? nein, das ist in unserer Schöpfung inne. In unserer Schöpfung. Ja. Ist dann Aber das in. ist wiederum absolut, denn du kannst das nicht ändern. Es ist also absolut. Ja. Es ist ein Absolutum in der Schöpfung inne. Ja, es gibt ja Wie die. die sieben
Universen in der Schöpfung drin sind, sind auch verschiedene Werte drin, Ebenen, die durch sämtliche sieben Universen durchlaufen, wo eine andere Energie ist, wo über alle sieben Universen durchlaufen. Also durch diese sechs rein geistlichen als auch durch den grobstofflichen Gürtel. Nein, nein, nein. Oder Ich nein, ich nicht mit Ihnen. Moment. Also, wir haben da das Universum. In dem sind sieben Universen. sieben Dimensionen. Oder Nein, nicht sie, sieben. die. Ja, jedes Universum ist eine eigene Dimension. Hat nichts zu tun mit den Dimensionen, wo es Universum hat. Ja, okay. Das Universum hat unzählbare Dimensionen, Vergangenheit und Zukunft. Und das ist in jedem Universum, ist das ein Serwak. Und die Schöpfung hat sieben Universen in sich. Oder? Wo separate Dimensionen hat. Oder? Und jedes Universum hat in sich verschiedene Dimensionen, unzählbare Dimensionen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Oder? Und über all die sieben Universen hinweg ist das eingelagert, sämtliche Dimensionen umfasst von diesen sieben Universen, wo Arahat-Attersata ist. Arahat-Attersata-Ebene ist. Und die Ebene ist nichts anderes als wiederum eine Dimension. Also, was wir sagen, wir tun das ja separatisieren. Eine Ebene ist nichts anderes als eine Dimension. Eine separate Dimension, wo sämtliche Dimensionen überlagert wird. Also, es ist die sieben Dimensionen von der Grunddimensionen von der Universen überlagern. Ja, also Arahat-Attersata ist im deren Universum genauso wie im Genau, Asken. in sämtlichen Universen, in sämtlichen sieben Universen von der Schöpfung. Das Ist ist der wieder eine separate Energieform von der Schöpfung selber. Ja, eine andere Variation von der Schöpfungsenergie. Richtig. Und sie durchdringt alle sieben Richtig. Universen, auch alle sieben Gürtel aller Richtig. sieben Universen. Richtig. Also könnte jetzt zum Beispiel, wer eben so weit entwickelt ist und zum Beispiel Impulse vom Arahat-Attersata empfangen Er kann kann, da der in kann, dem Universum genau wie in den anderen sechs Universum könnte also auch empfangen. auf Era sein und Ja, könnte in diesem anderen Universum auch genau. Impulse Kann empfangen.
existiert in jedem Universum die genau gleiche Information. Denn es gibt nur eine Ebene Arahata Tathāgata fürs gesamte Universum. Ja, aber durchdringt alle diese Durchdringt sämtliche Universen. Universen, Ja. sämtliche Dimensionen von der Universen. Ja. Und da ist auch, wo man sich dann sozusagen, wenn man keinen physischen Körper mehr hat, Wir sind ja, bei den dem Arahata Arahata Tathāgata, Tathāgata, eben ja. der Arahata-Dimension gsi. Das ist, wenn jetzt die Plejaden, die ja schon sehr weit bewusstseinsmäßig sind, Die haben die genau gleiche Ebene, wo sie zugreifen können oder nicht zugreifen ja, können. Genau gleich wie da. ja, Und da wer ein denn? Mensch ist, der zugreifen kann, dann kann er zugreifen. Ja, Ist es nicht möglich, dann ist es eben nicht nicht möglich. möglich, ja. Und wenn man keinen Körper mehr braucht, dann geht man auch keinen, diesen feinen oder subtilen Körper, den es dann in der Übergangsphase gibt, dann geht man in diese Ebene ein. Mit Zeit geht das in der Ebene Arahata Tathāgata hier. Ja, und dann entwickelt, sind dort auch wieder sieben Jawohl, Stufen bis zur Petale-Ebene. genau. Und dann löst sich irgendwann das Universum halt, oder die, ja, Ja, wenn ne, es die höher Schöpfung. genug entwickelt ist, geht das in die Ebene von der niedrigsten Schöpfungsform, die geschaffen worden ist. Sieben Schöpfungsformen sind ja die höchste, Sein die Absolutum. sein Absolutum. Ja. Aber Also erst. das absolute Absolutum, sagen wir, sein Absolutum. Ja. Das sind ja diese sieben Absolutum-Formen, Ja, die du richtig. sagen. Dann geht die Schöpfung in die niedrigste Ist Form. absolutes Ja, Absolutum. ja. Ja, okay. Ja. Aber Und das geht unendliche Zeiten. Das können wir gar nicht in Jahre fassen. Das ist unmöglich. ja, es ist Sie schreiben 311 Billionen Jahre ist die Existenzdauer einer Schöpfung. Ja. Sie Ja, expand, stell dir mal vor, ja. 311 Billionen, ja. Ja, natürlich. Und dann sind, hat sie ja beschrieben, 7 mal 311 Billionen Jahre ist dann dieser große Schlaf Ja. sozusagen. Ja. Und Ja, Schlaf. oder Wir sagen wir Schlaf, nennen das oder? Es so, ist ja. einfach eine Phase, wo sie nicht aktiv nach außen ist. Ja. Wo keine Aktivität nach außen existiert, sondern nur innerhalb. Ja. Und dann, Das machst auch du. Du bist nach außen aktiv und innen aktiv. ja. Oder? Während dem Leben. Ja. Oder? Und das ist genauso, die Schöpfung existiert, tut genau gleich existieren, auch wenn sie in der Phase ist, wo man sagt, es ist eine Ruhephase. Sie schafft also nicht nach außen, Ja. sondern nur in sich selbst. Ja. Oder? Ja, der die Schöpfung selbst verschwindet ja in einem Punkt dann wieder, Ja, wenn alles die zieht sich zieht einfach zusammen, zusammen ne? und ist ein paar Mal größer als ursprünglich, wo sie entstanden ist, oder? Durch die Anreicherung vom Wissen wächst sie, oder? Die Energie verbreitet sich, wird größer. Der Umfang von der Schöpfung wird also von einem Punkt schlussendlich gross durch das Wissen, wo sie erarbeitet tut. Durch die Evolution Ja. tut sie sich erweitern. Ist also, wenn sie das nächste Mal
Wiederschöpfung wird, ist sie nicht mehr so klein, sondern ist ein Rest grösser als das letzte Mal. Sie tut wachsen. In der Unendlichkeit vom Nihilo. Ja, wenn, also sagen wir, sie fängt so als so ein kleiner Punkt, hat sie richtig, angefangen. Richtig. Und dann war der Big Bang. Ja. Und das der nächste Mal ist sie dann nicht mehr so winzig, wenn sie dann wieder schrumpft, sondern ist sie dann grösser. Ist sie grösser. Ja, aber sie schrumpft nur noch auf die Größe, wo sie dann das nächste Mal hat bei der Expansion, wenn sie wieder schöpfungswert, wo wirken tut. Das ist einfach zu erklären. Wenn sie so klein war, ja, nur ein Pünktchen nehmen wir jetzt an, und dann tut sie sich ja entwickeln. Sie wird also grösser. Also, und dann weitet sich das Ganze so weit aus, schrumpft wieder zusammen. Aber es um das, was sie gelernt hat, was sie evolutioniert hat, ist sie grösser, dann ist der Punkt also nicht mehr Punkt, sondern es sind vielleicht zwei Punkte oder drei Punkte grösser, oder mit dem, was ich sagen. Ja. Oder? Ja. Und dann nach dieser Ruhephase expandiert dann sie. Dann expandiert sie wieder durch die Evolution, wo sie wieder neu beginnt. Ja. Und da gibt in einer höheren Wertung, in einer höheren Stufe, wo es nachher dann kein Menschen mehr gibt. Keinen grobstofflichen Körper. Gürtel mehr. Mhm. Okay. Ja. Alles klar. Ja, und das geht dann. Das geht für uns gesehen, für uns Menschen ist das unendliche Zeit. Ja. Unendliche Zeit. Ja. Das sind Milliarden von Jahren. Ja. Ja, Billionen, ja. Ja. Das sind ja dann auch siebenmal diese also Expansion und Kontraktion. Ja. Ja. Und dann geht es wohin ein, wenn diese siebenmal expandiert und wieder eben, dann wechselt sie über in Tarahata Tersata, in die absolute Ebene. Ja. Und dort geht der Prozess vom Lernen weiter. Die Evolution läuft weiter. Ja. Endlos. Ja. Genau wie sich sein Absolutum endlos weiterentwickelt. Durch das, dass die Schöpfungen in das absolute Absolutum eintauchen. Von dort tauchen sie nach unendlicher Zeit in die nächste Form rein. Yeah. Dort geht es wieder weiss unendliche Zeit und so weiter, bis ins sein Absolutum kommen. Und sein Absolutum erweitert sich durch das gesamte Wissen, das evolutiv entsteht. Yeah. Ja. Da ist dann auch, aber da ist dann keine Expansion und Kontraktion in dem Sinne mehr, oder ist das dann nur noch Expansion? Ist nur noch ein Wachsen. Es ist einfach eine Expansion. Ja, ist nur noch ein Wachsen, keine Kontraktion in dem Sinne mehr. Mhm. Okay. Ah ja. ja, das ist so eine einfach Frage der Neugier. Sie sagt an einem Punkt, von denen, die dich umgeben haben am Anfang. Ja. Einige unter ihnen kannst du dem Schema gemäß einstufen unter der Periode 3.2, 3.1 sowie 3.3. Nur ein einziger unter deinen gegenwärtigen Freunden fällt in die Stufe 3.7. Das war im sechsten Kontakt, wo sie die eigentlich, wer
Das darf ich nicht sagen. Darfst nicht sagen. Okay, alles klar. Ist schon gut, war. Und sie sagt dann halt auch, dass diese Evolutionssprünge nicht gut wären. Nein, Evolutionssprünge sind gar nicht gut. Denn es wird viel ausgeladen bei, wo muss gelernt werden. Und Es das. wird einfach Sachen übersprungen. Ja. Und das ist nie gut. Das führt Auch dann. bei uns als Mensch nicht. Wenn wir Ja. einfach Sachen überspringen, dann, wenn da ist der Prozess vom Lernen unterbrochen. Das Wissen kann man aufschnappen von dann und dann, was zum Beispiel in der Zukunft liegt. Aber was zwischendrin ist, wird nicht gelernt. Dann nützt das ganze Wissen, das du aufschnappst von der Zukunft, nützt nichts. Weil das nicht durchlaufen tust, was dazu geführt hat. Ja. Das ist genau wie wenn du Für. lernst schreiben zum Beispiel. Plötzlich kannst du das, ohne dass du gelernt hast, zwischen denen, wie geht's und läuft, wie schreibt man einen Buchstaben und so weiter und so fort. Das hast du nie gelernt. Weißt gar nicht, wie du überhaupt den Buchstaben sollst schreiben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie kann ich was lernen, was ich nicht gelernt habe? Also wie kann ich. Eben, du kannst nicht lernen, wenn du irgendetwas überspringen tust. Wenn du, Ja. zum Beispiel, wenn du rechnen tust, du weißt plötzlich, ja, das gibt so und so viel, kostet eine Zahl von 100, oder? Aber 1 bis 100 hast du nicht gelernt. Ja. Du weißt gar nicht, was für Werke die haben. Du kannst ja nicht ausrechnen, 25, wie viel mal 25 100 ist zum Beispiel. Ja. Oder du Da hast das nicht gelernt. dann entstehen da halt Wissenslücken. Das und Lernwörter. Ja. Lernlücken, ja. Und zwar ungeheure Lernwörter, Lücke. Und die führen dann zu psychischen Problemen oder In der Regel gibt es psychische Probleme psychische daraus. Probleme, Ja. ne? Dass Ja. die Leute Das sind. siehst du, bei den heutigen Menschen. Die lernen nicht mehr das, was wir Alten noch gelernt haben. Haben da keine Ahnung davon. Leben in Tagen heute, ohne zu wissen, wie, was, wo und wann. Wie, dass sie sich benehmen müssen, wie, dass sie, ja. Wie sie sich müssen verhalten und so weiter und so fort. Das ist das, oder? Da lernst du nicht, weißt wie nicht wie was wo und was, oder? Hast ja keine Ahnung davon, wie viel das 4 mal 25 ist. Du kennst nur das Hunderte. Du weißt nicht, dass das 4 mal 25 ist oder dass 100 mal 1 ist oder und so weiter und so fort. Das lernst du nicht. Ja. Wenn du jetzt einfach einen Sprung machst auf 100, oder? Ja. Und das ist mit dem ganzen Leben so, mit allem und jedem, mit dem Verstand, mit der Vernunft, mit der Logik und so weiter und so fort. Ja. Du lernst es dann nicht. Du musst von Grund auf musst du lernen. Genau wie wenn du eine Sprache lernst. Du musst sie von Grund auf lernen. Das Ja. nützt nichts, wenn du ein Wort I know. Was weißt du von der Sprache mit I know? Nichts. Du Ja. kannst nur I know. Oder? Mehr kennst du nicht. Dass das, dieses und jenes Wort hat zwischen denen eine ganze Kappel von Worten hat, das ist dir unbekannt. Ja. Du Okay. musst alles von Grund auf lernen.
Genau, wie die Natur. Sie muss von Grund auf lernen. Nur schon ein Grashalm. Ein simples, einfaches Mösli. Ja. Wenn es nicht lernen würde. Das heisst, es passt sich an. Und die Umgebung schnappt das, dieses, jenes auf. Stück für Stück, dass es wachsen kann. Und sonst könnte es kein Grashalm wachsen, kein Moos wachsen. Nichts. Ja. Ja, die Schöpfungsenergie wirkt Ja, in allem. ja, Auch, das ja. hatte ich im letzten Kontaktbericht gesagt, Eben, dass aber die Schöpfungsenergie muss gebraucht werden. ja. Sie muss wirklich gebraucht werden. Sonst wachst du nichts. Sonst lernst du nichts. Ja. Ja. Ja, das ist jetzt bitzli was anderes, aber da hatte ich dann gesagt halt, dass der Planet selbst, nur der Planet, auch lebt. Ja, das ist eine Und wenn, Lebensform. Der Planet ist eine ja, Lebensform. ist eine Lebensform. Und wenn wir den jetzt so ressourcenmäßig ausbeuten, dann verkümmert der auch schneller. Richtig, richtig. Ne, Das da, passiert mit der, jedem Erdreich, mit jedem Stein. ja. Da, wo sie dann, natürlich, die Natur kann sich immer wieder erholen bis zum gewissen Punkt, Ja. aber so wie wir sie jetzt ausbeuten, sind da Da Punkte ist erreicht, es wo sie sich, unmöglich, dass er sich regenerieren kann. ja, Oder? genau. Es braucht alles, genau wie der Mensch, er braucht immer wieder Regenerierung. Jeden Tag braucht er Regenerierung, sonst krepiert Ja. er. Die Regenerierung findet durch Bewegung statt, durchs Essen statt, durchs Zuführen von Vitaminen und so weiter und so fort, oder? Ja. Und durchs Denken. Das Denken ist notwendig. Ohne Denken geht's nicht. Verkümmert, Verkümmert, ja. ja, das Ja. Bewusstsein, Ja. ja. Okay. Es muss immer alles in Bewegung sein. Ja. Später erzählt Semjase. Spricht sie über die im Gehirn, das aus Säuresubstanzen besteht, Ja. sagt sie. Ja. Und dann erklärt sie kurz, das heißt, dass zum Beispiel diese Säuren einem Gehirn entnommen und genverändert werden können, Richtig, um sie in ein zurückgeführt. anderes Gehirn wieder einzupflanzen. Ja, das Und ist dann tatsächlich möglich. Es könnten neue Lebensformen geschaffen werden, durch das sogar. ja, und genau, und dadurch sagt sie dann, dadurch können ganze Lebensformen, Rassen auf einen einheitlichen Weisheits-, Wissens- und Intelligenzstand gebracht werden, Richtig. ohne dass jedes einzelne Wesen die verschiedenen Evolutionsperioden durchlaufen muss. Ja. Weil du die Säure vom Kern kannst ändern. Aber Es, das wären ja dann Evolutionssprünge, oder? nein, das ist nicht ein Evolutionssprung, das ist ein ganz normaler Evolutionslauf. Wenn du etwas verändern tust, so dass sich daraus etwas entwickeln tut, dann tut sie sich tatsächlich entwickeln. Es gibt nicht einfach einen Sprung. Es ist eine Entwicklung hinter allem und jedem. Genau wie wenn du zum Beispiel Fototechnik nimmst, Filmtechnik nimmst und so weiter. Das hat primitiv, oberprimitiv hat das angefangen. Das ist eine Entwicklung, die gelaufen ist bis heute. Und die Entwicklung geht weiter, weiter, weiter. Kommt immer wieder etwas dazu. Es wird immer wieder ein Jota dazu gesetzt. Es evolutioniert. Ja. Ja. Und das ist mit allem und jedem so. Das Ja. kannst du nicht, nicht ausschliessen. Oh, jetzt kommt dann der wahrscheinlich. Ja, weil Der sie Andreas sagt, kommt wahrscheinlich dann. ja, Genau. dann müssen wir halt aufhören. Aber mir, das fällt mir jetzt schwer zu verstehen, weil sie sagt,
ohne dass jedes einzelne Wesen die verschiedenen Evolutionsperioden durchlaufen muss. Ja, dann, ja. Das entspricht doch dann einem Sprung, wenn man Nein, diesen. nein, nein, das entspricht nicht. Also so verstehe ich es halt, dass. Ja, das musst du eben, das musst du eben richtig verstehen. Auch wenn etwas Neues geschaffen wird, so wird etwas übersprungen. Die Art, wo du verändern tust, die überspringt dasjenige, wo gegenwärtig ist. Okay. Aber das, was weiterentwickelt wird, das hat den Werdegang von der Evolution. Du überspringst nur das, was gegenwärtig ist. Das Okay. tut sich aber das Nächste selber entwickeln, selber evolutionieren. Ja. Es dort, ist nicht ein Überspringen. Es ist nur ein Überspringen vom Gegenwärtigen zu dem, was daraus geschaffen wird. Okay. Also es ist kein Evolutionssprung, sondern Nein, es ist nicht einfach, ein Evolutionssprung. es ist Es ist einfach ein Bewusstseins. Sprung von einer Art zu der anderen Art. Ja. Oder von einer Gattung zur nächsten Ja, Gattung. ja. Also Übergang in, also als wenn man eine Stufe nimmt. Das ist der Genau. nächste Tritt. Ja, so Das kannst du das ist sagen, dann, ja, ja. okay. Ja. Wenn Es ist genau, gleich. Steigen ist genau gleich. ja. Nur, dass Stufen um Stufen weiter raufführt. Ja. Oder? Und wenn Die man erste Stufe, der erste Absatz, der bleibt. Der bleibt. Aber du gehst auf die zweite Stufe, fährst dort weiter, dort beginnt eine neue Evolution. Oder? Da überspringst du einfach, wie man so sagt, überspringen, oder wie dem willst du sagen, es ist nur die Stufe, wo du gegenwärtig bist, aber du kannst die verändern, dass bei der nächsten Stufe anfängt. Ja, Oder? Ein sehr Weg ist das verstehen. ja. Nicht das, dass etwas überspringen tust von der Evolution, Ja. wo stattfinden tut. Ja, Oder? ja. Das kannst du nicht. Ja. Gut. Ja, das hat Oder natürlich. wenn du zum Beispiel in die Schule gehst, Ende Jahr hast du die SAP-Stufe abgeschlossen, Ja. du hast sie durchlaufen, oder? Und die geht weiter durch das, dass du das nächste Schuljahr wieder absolvierst, wieder lernen, evolutionieren tust. Es geht also weiter im gleichen Rahmen, nur ist es eine Stufe höher. Ja. Oder? Ja. So musst du das verstehen. Ja. Oder? Du lässt also nicht, du machst nicht einfach einen Sprung, dass etwas ausladen tust. Du fährst weiter im Alten einfach fortlaufend weiter evolutionieren. Ja. Egal, was es auch immer ist. Ja. Ja. Oder? Ja, na, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ja. Ja, gut. Sie spricht allerdings immer von Säuresubstanzen im Gehirn. Ja, Und die das kannst ist ja kein. verändern, die kannst du verändern. Glücklicherweise ist der Mensch noch nicht so weit, dass er das im Grossen machen kann. Es wird Nee. Pröbeln dran herum. Ja. Es können neue Lebensformen daraus entstehen oder entwickelt werden und so weiter, wo wieder eine eigene Evolution beginnt. Ja, aber das wäre in unserem Fall, glaube ich, nicht so gut. Das wäre Vorderhand wäre das nicht so gut. Na, Es das wird pröbelt an dem, aber sie haben es glücklicherweise noch nicht fertig noch gemacht. nicht fertig gebracht. Ja, das ist gut. Sie spricht dann noch, oder du sagst dann hier,
Das betrifft das Problem der Relativitätstheorie, insbesondere die Zeitdilatation. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. In der Relativitätstheorie, prinzipiell ist es schon richtig, dass Energie und Masse austauschbar sind. Hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Energie kann in Masse oder Materie verwandelt werden und umgekehrt oder umgewandelt werden. Richtig. Aber mit dieser Zeitdilatation, das macht halt keinen Sinn, weil im Grunde es ja Zeit eigentlich nicht gibt. Das gibt's eigentlich nicht, nein. Ja, Es gibt genau. nur endlose Dauer. Ja. Und Aber was der Mensch macht, das ist für ihn der Begriff nachher, wo gang und gäbe wird, oder? Wo er die Sachen einteilen, anfängt einteilen, oder? Auch da, die endlose Dauer, tut er anfangen einteilen in die Zeit. Ja. Oder hat das angefangen? Ja. Oder? Und gewisse Punkte in der Relativitätstheorie stimmen halt nicht. Die müssen Ja, noch gefunden werden, ne? richtig, Das habe ich richtig richtig. verstanden. Genau. Okay. Ja. Spricht dann noch hier wieder über den Hyperraum, dass das die einzige Möglichkeit ist, diese Distanzen zu überbrücken. Ja, nur ist der Hyperraum etwas anderes, als kann Sie sich vorstellen. Ja, es ist Ja. im Grunde, weil es kein besseres Wort gibt, im Grunde Ja. ist es nur Nullzeit und dann kann man unendlich weit Richtig, reisen. Wenn richtig, Nullzeit ist, richtig. bist du ja räumlich nicht mehr Richtig, begrenzt. ja. Du kannst ja, die Zeit Ja. schreitet ja nicht voran. Ja.